Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um das Layrite Cement Clay, was eines der ersten Heavy Clays ist, die es überhaupt gab, um es so zu sagen. Hat aber immer so ein bisschen in der Pomadenecke gesteckt und aus diesem Grund haben es gleich nicht so viele Leute auf dem Schirm gehabt. Es ist aber trotzdem ein ziemlich cooles Produkt, wie ich finde, und aus diesem Grund habe ich mich jetzt dazu entschlossen, da mal drüber zu sprechen. Zunächst mal aber, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Auf diesem Kanal hier geht es um die Themen Haarstyling, Bartpflege, Hautpflege und Parfums. Das bedeutet, wenn euch diese Themen interessieren, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Der Knopf ist direkt unter diesem Video. Also wie gesagt, dieses Produkt hier hing für mich immer so ein bisschen in der Pomadenecke rum. Layrite ist eine Pomaden-Company, die hauptsächlich, glaube ich, wegen ihrer wasserbasierten Pomaden bekannt sind, also wegen Gel-Pomaden im Grunde genommen. Und das Cement Clay ist dementsprechend auch ein wasserbasiertes Produkt, was du aber gar nicht so vermuten würdest, wenn du dir mal die Konsistenz anschaust. Denn die Konsistenz ist tatsächlich, wenn du es aus der Dose rausnimmst, sehr, sehr fest und fast so wie bei einem ölbasierten oder wachsbasierten Heavy Clay. Und man merkt erst, wenn man das Produkt zwischen den Händen verreibt, dass da irgendwas nicht ganz so der Fall ist, wie das bei anderen Heavy Clays der Fall ist. Denn wenn du es zwischen den Händen verreibst, löst sich das nicht komplett auf, sondern es gibt so leichte Stückchen in den Händen. Das heißt, im Grunde genommen muss man sich hier ein kleines bisschen mehr anstrengen, bis man das Produkt zwischen den Händen verrieben hat. Aber sobald es dann auf Temperatur ist und sobald es sich in den Händen aufgelöst hat, lässt es sich eigentlich sehr einfach in den Haaren verteilen. Und es ist hier auch nicht so, wie man das vielleicht bei einem wasserbasierten Produkt erwarten würde, dass alles dann irgendwie vorne in den Haaren hängt, sondern es lässt sich eigentlich genauso anwenden wie ein Heavy Clay auch. Und das macht es eben für mich vor allen Dingen attraktiv, weil es eben wasserbasiert ist, sich aber trotzdem in großen Teilen so verhält wie meine Lieblings-Clay-Produkte. Was ich persönlich außerdem ganz, ganz toll finde, das möchte ich an dieser Stelle mal hervorheben, ist diese fantastische Aufmachung, denn der Tiegel besteht aus einem festen Kunststoff, der so leicht texturiert ist. Das heißt, das ist kein glattes oder kein keine seidig-matte Oberfläche, sondern es hat so eine leichte Textur drauf, wodurch sich der Tiegel einfach sehr, sehr nice anfühlt und auch das Label hat eben diese Texturierung dann aber mit glatten Goldakzenten. Das macht einfach echt enorm was her und das Produkt sieht einfach sehr, sehr hochwertig aus und ich hoffe auch, dass das in der Kamera so ein bisschen rüberkommt. Dann dieser geprägte Deckel noch, also es ist wirklich ein Produkt, was sehr, sehr nice, finde ich, aufgemacht ist. Was das Finish und den Halt angeht, hat das Produkt hier angeblich einen extrem hohen Halt und ein mattes Finish und es eignet sich sowohl für liegende, strukturierte und geordnete Frisuren als auch für diese etwas aufgelockerten, modernen Frisuren. Und dementsprechend sollte es eigentlich genau wie die Faust aufs Auge für mich passen, weil ich nämlich immer zwischen diesen beiden Extremen hin und her springe. Und ich wechsle einfach immer zwischen so modernem Quiff, modernem Pompadour und diesen klassischen Seitenscheitelfrisuren so rum hin und her. Deshalb soll es eigentlich für mich sehr gut passen und ich kann auch bestätigen, dass es für meine Zwecke sehr gut funktioniert. Und was hier dran, denke ich, ein bisschen besonders ist, ist, dass es sich auch für so pomadige Frisuren eignet. Also eben diese Brücke spannen zwischen den modernen, die so ein bisschen lockerer sitzen, und den klassischen, die etwas gestriegelter sind. Einfach weil das Produkt noch genügend Kleberfunktion dazu gibt, dass die Frisur eben nicht auseinanderfliegt, was bei vielen Clays ehrlich gesagt, also bei vielen modernen Clays ehrlich gesagt ein Problem ist, weshalb man damit selten nur so richtig gestriegelte und geordnete Frisuren mit dem Kamm beispielsweise hinbekommt. Kleiner Nachteil könnte an dieser Stelle das Finish sein, denn das fand ich noch ein bisschen fettiger und ein bisschen glänzender als so die meisten Clays. Da merkst du dann halt eben auch diesen pomadigen Einfluss, der bei der Marke eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt da schon einen gewissen Trade-off. Du hast zwar die Möglichkeit, beide Seiten der Medaille zu bedienen, hast dafür aber auch ein bisschen mehr Glanz. Das heißt, wenn das jetzt nichts für dich ist oder wenn du sagst, nee, ich möchte auf jeden Fall so matt wie möglich das Finish haben, dann ist das Produkt wahrscheinlich eher nichts für dich. Aber ansonsten finde ich, dass es sehr, sehr schön diesen Spagat zwischen den beiden Welten hinbekommt. Und das eben gepaart mit der hohen Auswaschbarkeit dürfte das Produkt für viele Pomadenfans vor allen Dingen interessant sein.
interessant machen, die vielleicht auch mal hin und wieder aus diesem klassischen Pomadending ausbrechen wollen. Das war jedenfalls meine Meinung zu dem Layrite Cement Clay. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du diesen Kanal noch nicht kennst, dann abonniere ihn gerne. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.